Nein, nein, das ist jetzt gerade nur so, wir haben einfach im Moment keine Lust zu streiten. Einen wunderschönen guten Abend hier bei Basti im Kochstudio. So, ein bisschen. Nein, das habe ich ja rausgeholt wieder. Hallo, ich hab dich da gerettet. Wasch mir die Ohren. Hör auf zum Bäckern. Natürlich nicht mit veganem Hack. Aber wir sind keine Veganer hier. Also Schweinemett. Also Schweinemett. Aber wir sind keine Veganer hier. Nee, nix Tütensoße. Hört mir auf jeden Fall. Ja, schön, wenn es mit veganem Mett auch geht. Nur ich bin kein Veganer. Knoblauch habe ich schon reingemacht. 2010. Jeder macht es, wie er es will. Rafft es endlich. Jeder kocht, wie er es will. Leute, hört auf mit euren Klugscheißerei. Jeder kocht, wie er es will. Jeder macht es, wie er will. Und damit ist Feierabend. Ja, richtig. Und jeder macht es immer, wie er es will. Ob ihr mich da jetzt verurteilt oder nicht, stört mich nicht. Alter, hört auf, so einen Scheiß zu labern. Sonst geht gleich offline. Wenn ihr Vollidioten nicht aufhört. Ganz ehrlich, wenn es euch nicht passt, verpisst euch aus meinem Leib. Ich muss gar nichts mit Rotwein ablöschen. Das Beste ist, ihr verpisst euch aus meinem Leib. Die ganzen verdinkten Scheiß-Hater. Ich lasse mir keinen Tipp geben, weil ich koche, wie ich will. Und nicht, wie ihr das wollt. Und schon gar nicht, von wegen Barthaare mit rein und so einen Scheiß. Ja, es ist ein bisschen spät, das weiß ich selber. Ja, ich mag das so. Nee, Knoblauchgranulat kommt da nicht rein, weil Knoblauch schon drin ist. Aber ich habe echt langsam das Gefühl, dass manche Leute einfach denken, die müssen da mir Vorschrift machen. Was ich koche, ich mache... Nein, Schanti muss da garantiert nicht rein. Nein, nein, das ist jetzt gerade nur so... Wir haben einfach im Moment keine Lust zu streiten. Warum soll ich streiten? Nein, wir können es uns nicht. Ich sag mal so, Jungs und Mädels, ja? Ich muss jetzt mal eins zu euch sagen. Streitereien bringen uns nicht weiter. Das bringt nichts. Ich sag mal so, warum sollen wir uns laufen streiten? Das bringt doch nichts. Die ganzen Communities gehen durch Streitereien kaputt. Ja, weißt du, wenn der Stress amüsant ist, Entschuldigung, tschüss. Dann zieh Leine. Es bringt einfach nichts, wenn die Communities sich streiten. Wenn es nicht passt, scrollt weiter. Willst du verarschen, Lisa? Kathi hat dich Essen geholt. Mach dir deine scheiß Augen auf. Erzähl dir, dass ich die Kathi hier verhungern lasse. Immer schön bei der Wahl bleiben, Leute hier. Warum ich so bin, Lisa? Weil jedes Mal gefragt wird, warum Kathi nichts kriegt, obwohl Kathi drüben im Wohnzimmer ist. Und sie hat den Teller geholt. Und dann werde ich hier blöd angemacht, sie soll Kathi auch was zu essen geben. Obwohl sie schon Essen hat. Ja, hier, die hat... Das ist mein Set bestellt. Keine Beleidigung hier. Ja, Entschuldigung, dass ich meckere, aber ganz ehrlich, es gibt halt Leute, die hier irgendwie jedes Mal stänkern müssen. Und das, dann ist doch klar, dass ich da mal auf den Tisch schaue. Das ist mein Recht. Leute, labern nicht so eine Scheiße hier. Oh, ihr seid schlimmer wie im Kindergarten, ey. Die Kinder im Kindergarten benehmen sich besser wie ihr. Welchen Schlüssel soll ich haben, Angeline? Ich habe keinen Schlüssel von ihr. Ein Schlüssel? Ich soll Kathi angeblich den Schlüssel abgenommen haben. Ich weiß gar nicht, wo sie ihren... Hausschlüssel hatte. Woher soll ich das wissen? Nein. Garantiert nicht. Oh shit. Habe ich auch. Ich habe ihre Sachen gar nicht gefühlt. Hat sie
Schlüssel wieder verbummelt oder was? Weiß ich nicht. Traue ich dir zu. Leute, ich habe den Schlüssel nicht. Alter. Moment, ich muss das gerade mal klären drüben. Geht gar nicht klar, ey. Dass es ein Mist behauptet wird. Wenn man diese Scheiße hier behauptet wird. Weiß ich nicht, keine Ahnung, Laura. Nein, ich kläre das vernünftig aus. Was wird schon wieder überhaupt, dass ich dir den Schlüssel geklaut habe? Weil mein Schlüssel bei dir in der Jackentasche war. Das ist der alte Schlüssel, wo die Türen gar nicht mehr existiert. Den hatte ich wiedergefunden, das hatte ich gesagt. Ich habe nur vergessen, mal den Hausschlüssel noch zu geben. Das ist nämlich der alte. Das heißt, den neuen habe ich schon. Den habe ich in meinem Portemonnaie. Ja, den neuen, den habe ich dir nie weggenommen. Das wird die ganze Zeit behauptet. Genauso wie behauptet wird, dass ich rausschmeißen will. Wie lange hast du die Schlüssel schon? Den habe ich gestern gefunden. Wo denn? In der Küche lag er. In der Küche? Ja, in der Küche. Der war die ganze Zeit in meiner Tasche. Nein, der Schlüssel lag in der Küche. Wo denn in der Küche? Auf dem Boden lag er und dem ganzen Müll. Und der Hausschlüssel, der dran ist. Ist der alte, von dem alten Schloss. Ja, das weiß ich, den werde ich auch abmachen, den habe ich ja schon. Ich schreie nicht, Peppi. Nur ich finde es scheiße, dass er mir hier irgendeinen Scheiß unterstellt. Ich unterstelle gar nicht. Normalerweise war der Schlüssel eigentlich drin in meiner Tasche. War er aber nicht. Und deine Klamotten habe ich auch nicht durchwühlt, wie behauptet wird. Ich weiß nur 100%. Dass der Schlüssel in meiner Tasche war. Ja, war er nicht, weil dann hätte ich ihn ja wohl gestern nicht gefunden in der Küche. Aber schön, wie man mir irgendeinen Scheiß unterstellt. Kriege ich das raus, mein Freund? Dass du hier ein ganz linkes Ding machst. Siehste, Oschi frag auch, warum du dich aufregst, wenn du den neuen Schlüssel die ganze Zeit bei dir hast. Ich hab dann immer den Schlüssel gehabt von der Küche, dass ich abschließen kann. Ja. Wenn der irgendwo unterm Dreck liegt in der Küche. Aber ich weiß zu 100%, dass der Schlüssel in meiner Tasche war. Ja, nee, ist klar. Das weiß ich zu 100%. Deswegen habe ich ihn auch in der Küche gefunden. Weil ich den nämlich dort in meine Tasche gepackt habe. Ja, nee, schon klar. Weißt du, du willst nur, dass ich wieder ins Arschloch bin. Das habe ich nicht gesagt. Trotzdem weiß ich zu 100%, dass der bei mir in der Tasche lag, der Schlüssel. Ich hab ihn gestern in der Küche gefunden, Mensch! Warum hast du mir den nicht gegeben? Wie lange wolltest du denn das verheimlichen? Ganz ehrlich, bin ich jetzt rübergekommen, damit du mich hier wieder blöd anpackst? Wegen einer verdammten Scheiß-Community? Du hast irgendeinen Scheiß behauptet, dass ich deine Klamotten durchgewühlt habe? Ja, wie lange hättest du das verschwiegen? Wenn deine Jacke vorhin runtergefallen wäre. Ich frag dich gerade was. Ich hab den gar nicht gefunden. Ich frag dich gerade was. Ja, meine Community hat immer recht, weil sie Angst haben. Nein! Deine scheiß Community behauptet, ich habe deine Klamotten durchwühlt. Ich habe deine verfickten Drecksklamotten nicht angefasst. Was? Ich weiß aber zu 100%, dass der Schlüssel bei mir in der Tasche war. Weil ich ihn selber reingepackt habe. Wenn dieser scheiß Schlüssel in deinen Drecksklamotten gewesen wäre, hätte ich ihn nicht in der Küche gefunden. Schmeiß sie raus. Nein, machen sie gar nicht. Na klar. Das schon wieder Scheiße hier. Ich will mich nicht streiten. Nee, Entschuldigung, Angeline. Weil die drüben behaupten, ich habe ihre Klamotten durchwühlt, glaubt sie es auch noch. Warum sollte ich ihre Klamotten durchwühlen? Ich habe doch gar keinen Grund dazu. Nur ich weiß 100%, dass der Schlüssel in meiner Tasche war. Nochmal, damit du vielleicht in deinen Schädel reinkriegst. Wenn der Schlüssel in deinen Drecksklamotten da drüben gewesen wäre. Der war in der Tasche. Ja, nee, ist klar. Wenn ich ihn in der Küche gefunden habe, war in einer Tasche. Ja, nee. Weißt du was? Die kann man gar nichts mehr klauen, Basti. Sorry. Ja, da kann man sich noch aufregen. Ich krieg mich auch gleich auf. Aber ich krieg mich richtig auf. Wenn deine Jacke nicht runtergefallen wäre. Ich hätte den Schlüssel gar nicht gefunden. Also 10
Ich habe nämlich schon ein Märchen. Ja, Jenny, Entschuldigung. Ich habe es ihm ruhig gesagt. Nur diese Drecks-Community darüber behauptet, ich habe ihre Klamotten durchwühlt. Und das habe ich nicht. Weil ich habe dazu gar keinen Grund. Übrigens ist ein neuer Stecker hier drin. Welcher? Aus Braunschweig. Welcher? Welcher denn? Welche meinst du? Meinst du Mike? Nein. Chef? Ja. Hast du mal einen Lacken am Zaun? Ich glaube, schneit bei dir, ne? Kann das sein? Das ist nicht mein neuer Stecker. Sag mal, was lässt du dir noch alles einfallen? Um mich wegzugraulen. Hey, was ist los gerade? Was die? Was? Ganz liebe Grüße von Rainer, ja? Ja. Er hört mir gerade zu. Er lässt anfragen, warum du meinen Schlüssel hattest. Ganz ehrlich, soll ich das sagen? Ich habe dir das vorher erklärt, du raffst es nicht. Lass mich einfach in Ruhe, ich habe keinen Bock auf Stress heute wieder. Ich mach keinen Stress. Doch, du machst Stress! In der Küche gefunden auf dem Boden oder was? Ja, nee, schon klar. Scheiße. Ja, nee, ist klar. Gib mir doch weiter die Schuld! Alter, sag ja ganz ehrlich, ich werde immer nur wieder dumm angemacht von euch. Lasst mich einfach in Ruhe. Ja, weil ihr mir hier irgendwas selber gesagt habt und gestellt. Drehst du hier durch, Basti, nicht mir. Lass mich einfach in Ruhe jetzt. Du warst gar nichts! Ich weiß, wo du den Schlüssel gefunden hast gestern! Du unterstellst mir hier Sachen, das geht gar nicht! Die er nach 6 Monaten noch im Küchenboden hat. Weiß ich doch nicht, wie ich den gefunden konnte! Ganz ehrlich, aber ich hab ihn ja gefunden! Also ist er doch bei euch in der Küche, außer du und Andi. Und ja. Habe ich das gerade behauptet? Nein! Basti, nein, ich hasse es, warum ich es auch untersteht! Basti! Halt einfach dein Maul! Ganz ehrlich, es reicht langsam! Ich halte nicht mehr mein Maul, jetzt ist Schluss, Basti! Weißt du was? Leck mich am Arsch! Nur weil deine verfickte Community so einen Scheiß behauptet! Basti. Nein! Ja, schon klar. Wir warten dann. Hier! Ja. Wie lange hättest du das noch verheimlichen wollen? Boah, da halt die Fresse jetzt! Du ja. Gehst auf die Eier! Du halt du dich da raus! Halt dich einfach da raus! Wolltest du Karte aussperren? Dann sei doch wenigstens ähnlich. Du bist so schön. Warum wolltest du denn Karte aussperren, Basti? Weißt du, unterstell mir nicht so eine Scheiße! Das ist keine Unterstellung, sein. Das ist eine Unterstellung! Egal, ihr habt echt alle bei einem Zockenschuss, Alter! Ich hab den letzten Schuss nicht mehr gehört! Lass mich aber ruhig, ich wollte es gar nicht rauszögern. Aber du unterstellst mir gerade eine Scheiße. Basti, das bringt dich, wenn du da rumploppst. Das bringt niemanden was. Wir wollen nur die Wahrheit wissen, Basti. Das ist halt sehr, sehr komisch. Ja, aber ihr unterstellt mir gerade Nein, Scheiße. Bitte nicht so, danke. Nein, es reicht mir. Schrei bitte nicht so, die Nachbarn ist zu Hause. Das interessiert mich nicht. Wenn du blödes Rind wie mir unterstellst, ich habe eine dreckige Scheiße. Stinkende Klamotten gewühlt! Basti, die deutsche Bank,
Schlüssel war in meiner Tasche. Ja, ba. Also erzähl mich nicht, ob du dich bestätigt fühlst oder nicht, weil du hast das Recht, keine Ahnung davon. Ganz ehrlich, ständig eben diese Scheiße oder Stelle von euch. Lass mich einfach in Ruhe, ey. Lass mich einfach in Ruhe! Und Specki bin ich schon gar nicht! Basti, du bist nur am Stecken. Was hast du eigentlich gegen mich, Basti? Ja, was hast du gegen deine Frau? Denkst du nicht, dass du schon die Ehe gebrochen hast, einfach? Benimmst was hast du gegen deine Frau, Basti? Du nimmst mir die Schlüssel ab. Was soll noch kommen? Alter, warte! Unterstell mir so einen Scheiß! Halt du dich da einfach raus! Ganz ehrlich, was? Ihr müsst euch in Sachen rein, ihr könnt nicht angehen! Ich kann nicht so schreien, das Fenster ist offen. Also interessiert mich nicht, wenn die verdammten Internet-asozialen Penner bei uns reinmischen. Internet-asozialen Penner, steh mal vor deinem Haus, du machst dich einfach. Dann können wir ja noch intensiv reden miteinander. Ja, oder meinst du, ob du mir das auch noch meistens gesagt hast? Oder ob man vielleicht denn da in einem ordentlichen Diskurs immer Fragen stellen kann, ohne dass du dich nicht beleidigst. Du bist so ein verdammtes. Du darfst lieber nicht über sie ausdrücken. Aber dass du so weit gehst. Das hätte ich nicht gedacht, Alter. Den auch nur so ausrasten und so durchdrehen. Und dann glaubt man, könnte damit irgendetwas erreichen. Das Maß ist voll, Sebastian. Du wirst, dass du die Schlüssel geklaut hast. Das musst du dann weisen, du Arschloch! Ey. Nein! Ich lasse mir hier nichts unterstellen! Schreien bitte! Das Fenster ist offen! Das interessiert mich nicht, wenn du dreckig drin wie mir das unterstellst! Jedes Mal unterstellst du mir was! Keine Sorge. Dreckig drin wie wird manchmal aufs Maul kloppen, aber mal. Immer Gewalt! Ja, machst du doch gerade nicht alles, was? Ich drohe nicht mit Gewalt, weil ich mich verbal wäre! Meine Schlüssel an dich. Klaus, seine eigene Frau. Das ist schon eine starke Stimme. Das war doch auch gut, Alter. Wenn es meine Schlüssel ist. Ich habe den seit letztes Jahr November gesucht. Ich habe alles verknüllt, meine ganzen Waffen. Was ist denn Labo mit nichts voll? Ich weiß, wo ich ihn gestern gefunden habe. Sebastian, was du wolltest mit dem Schlüssel? Halt dich da raus! Lass dir nicht den Scheißdreck an! Hör auf zu schreien! Weißt du was? Fick dich! Kein Mensch vermisst dich hier, Alter! Ach, mich vermisst? Ach, Mensch, mich vermisst keiner? Das traust du dich mir ins Gesicht zu sagen? Ich rede gerade von dir, nein! Ich habe sogar von deiner Frau geredet, Alter! Was hat? Halt dein verdammtes Maul! Deine Unterstellung geht mir langsam auf den Arsch! Hör auf, halt dich da raus und kehre vor deiner eigenen Haustür! Ja, Basti. Ja, was sollst du gerade spüren? Halt die Fresse und fick dich, Alter! Basti. Es reicht! Nein! Alter. Irgendwann reicht es mir! Basti, ich schwör's dir. Du wirst mich kennenlernen. Es reicht mir, dass man mir Sachen unterstellt. Nur weil deine verfickte Hurenkuss und ganze Community, so eine Scheißwaute, dass ich einen ficken, dreckigen, stinkenden Bonn anfasse. Wenn ich von Bad Segeberg wieder da bin, schwöre ich dir, kriegst du von mir eine Anzeige, die dich gewaschen hat. Mach es doch gegen Wasser, du blöde Fotze! Basti, was wolltest du? Halt die Fresse! Alter, ganz ehrlich, halt dich einfach da raus! Kümmere dich um deinen eigenen Scheiß! Nicht mehr. Aber nein! Kannst du nicht, weil du nämlich der größte Hater bist, der hier rumgeht, du verdammtes Arschloch! Hör auf zu schreien! Was, das fickt dich! Hör
Na, aufzuschneiden, sonst kommen die Bullen wieder hier an. Mir doch scheißegal. Diesmal lasse ich dich rausschmeißen. Ich lasse dich rausschmeißen, weil du mir hier. Weil du mir so alt Blut. Du willst mich doch nur loswerden, Basti. Du machst alles, um mich loszukriegen. Du bringst uns doch alt Blut hier. Ich schwör's dir. Was soll ich so mit Schlüssel, Basti? Halt deine Fresse und halt dich da raus! Nein. Nein. Nochmal, habe ich jetzt eine Schlüssel gewonnen? Ja, und jetzt halt dein Maul! Ab 600. Basti, du liegst unten. Ja, laber weiter! Nur weil deine verfickte Community so scheiß labert! Hört auf! Du bist verblendet! Nein, es reicht mir langsam. Du hast mich gar nicht raushaben zu lassen. Dann werde ich auch sagen, was du was hier abgeht. Dass du mir eine Scheiße unterstellst. Oder welche Drecksel hinter den Ramos hier noch recht geben. Und die aufstarren gegen mich. Ja, ihr habt recht. Gar nichts habt ihr, Alter. Du kannst dich gar nicht raussetzen lassen. Weil du drohst mit Gewalt, nicht ich. Ja, du gehörst in die Klappe, Alter. Du bist psychisch gestört, Basti. Ja, du auch. Sag mal, Basti, wie weit willst du noch gehen? Was wolltest du bekannt, die Schlüssel? Alter, hältst du jetzt an verdammtes Maul? Halt dich einfach raus aus Sachen, die dir nichts angehen. Ich, Alter, hör auf den Scheiß und ich bin ein verdammter Arschloch! Hör auf zu schreien, Basti! Dann soll auf den Scheiß unterstehen! Hör auf zu schreien! Basti, ich hau dir ein paar Sorgen! Mach es doch, du verdammter Hurensohn! Da gibt's eine Anzeige, du Drecksack! Was hab ich dir gesagt, Rainer? Was hab ich dir gesagt? Das, was Eddie versprochen hat, wiedergebrochen! Nee! Ende! Nein, weißt du, ich werde doch hier provoziert gerade von euch! Ich Ich werde dich ständig provoziert von euch. Ihr provoziert es. Das Fenster ist offen. Interessiert mich nicht. Du bist live, Basti. Interessiert mich nicht. Ihr provoziert die ganze Zeit. Ihr macht mich nervlich fertig. Was? Fick dich! Halt dein verdammtes Maul! Nicht mehr, Basti. Die Zeit ist vorbei. Du verdammte Ostnutte! Unterstellst mir Sachen, zieht da irgendwelche hinteren Leute mit rein und ihr provoziert. Ihr kriegt es gar nicht mit. Oder das Fahrzeug, wenn überläuft. Basti, das Maß ist voll. Ich frag dich doch einfach nur, was du mit dem Schlüssel vorhattest. Warum hat das Single überhaupt in den Herd gegangen? Und hat dir Bescheid gesagt? Das Maß ist voll. Endgültig voll. Ja, das Maß ist voll, dass du den Dreckschlampen hier schon nicht nach unterstellst. Ja, okay, Basti. Wissen wir jetzt. Was solltest du mit dem Tatischlüssel? Das geht dich im vollen Dreck an, du verdammtes Arschloch. Ich wieder von das Sägewerk und die Schlüssel sind ausgetauscht. Und die Schlüssel. Ja, geh davon aus, wenn ihr schon anfängt, einen Schlüssel zu mopsen. Basti, der Schlüssel war in meiner Tasche. Ja, nicht Vogel. Der war die ganze Zeit. Ich wollte doch einfach nur wissen, wie es nach 6 Monaten in deiner Tasche lang kommt. Oder beziehungsweise auf dem Küchenboden. Nach 6 Monaten. Dann siehst du mal, wie lange sie nicht mehr sauber gemacht hat. Das habe ich nie gesagt. Das habe ich nie gesagt. Und außerdem, nochmals, vielleicht zum Mitmeißeln. Der Hausschlüssel, der dran ist, ist der alte. Weil wir haben nämlich vorne eine neue Tür drin. Das kann ich dir wahrscheinlich nicht erzählen. Und da kann ich nichts für. Trotzdem hast du dir den Schlüssel nicht anzueignen. Den habe ich nicht mehr angeeignet. Den habe ich in der Küche gefunden gestern. Und dann siehst du mal, wie lange du nicht mehr aufgeräumt hast in der Küche. Aber Basti, nach November, nachdem sie in Berlin war, war doch Timo da und hat die Küche mit euch auf Vordermann gemacht. Der lag nicht in der Küche. Der lag in der Küche. Dann frage ich dich mal in allen Ernstes. Wo kommt das Dextro aus meinem Koffer her? Alter, willst du mir das jetzt auch noch unterstellen?
Alter, wie geistesgestört bist du? Glaubst du, ich kaufe Glaubst du, ich gebe Geld aus für Dextro Energy und tue es dir in den Koffer? Ganz ehrlich, wenn ich Dextro Energy mir kaufen würde, würde ich es selber nehmen. Ich habe dir gesagt, die Dextro Energy in die Hand gegeben. Was die wenig bist du überhaupt? Klar, Leute, Alter. Kriegt ihr das mit, wer sie mir hier unterstellt? Alter! Ich habe auch diese Popcornmaschine gekauft! Wie kann man nur... Alter, weißt du, ganz ehrlich, du laberst so einen Scheiß! Du bist wahrscheinlich das größte Hater, Arsch, was hier rumrennt! Basti, lass ihn in Ruhe, sag ich dir! Ihr unterstellt mir doch die ganze Zeit. Ich weiß. Aber wie mies musst du drauf sein? Eignest dir mein Schlüssel an. Alter! Wie mies bist du überhaupt? Und ich schwöre dir, kriege ich irgendwas mit aus deiner Community? Deine Leute sind auch bei mir drin. Schwöre ich dir, mache ich dir das eben zur Hölle. Ich hätte nie gedacht, dass du so weit gehst. Deine Worte, wo ich letztes Jahr nach Berlin gefahren bin, da hast du zu mir ins Gesicht gesagt, hoffentlich kommst du unter die Räder, hoffentlich stirbst du. Und das Ding ist noch nicht ausgesprochen, mein Freund. Das Ding kriegst du zurück. Und das hast du nicht nur einmal gesagt, das hast du mehrmals gesagt. Egal, wohin ich fahre, ich soll unter die Räder kommen. Das Ding kriegst du zurück. Ich werde jetzt alles unternehmen, alles. Um dieses Ding schwer zu machen. Du machst das mit Leben seit 5 Jahren zur Hölle. Dass du mich so schnell loswerden willst, dass du dich einfach die Schlüssel aneignest. Ja, ja, einfach so, ganz ehrlich, lass es einfach. Ich rede vernünftig. Na, du glaubst, wenn. Hat eh keinen Sinn. Aber lass. Lass mich einfach in Ruhe. Jetzt hör mir bitte zu. Nein, ich höre dir nicht mehr zu. Weil du hörst mir nicht zu, warum soll ich dir zuhören? Nein, trotzdem, du hörst mir nicht zu, also brauche ich dir auch nicht zuhören. Ich kann dir nicht mehr glauben, Basti. Weil ich scheiße, wenn jetzt von mir irgendwelche Sachen unterstellt, wo man keine Beweise für hat. Du wollt irgendein Vollbastard, der so eine Scheiße labert, werde ich dir wieder hier unterstellen. Alter, sag mal, hast du Alzheimer oder hast du Scheiße in den Ohren? Nochmal, hast du Alzheimer oder hast du Scheiße in den Ohren? Du musst mich gar nicht so kommen, Basti. Ja, wenn du mir nicht zuhörst. Dann komm ich dir anders, mein Freund. Ich weiß immer nur, Gewalt, Gewalt, Gewalt. Also mit Gewalt kommst du nicht weit bei mir. Ja, man kommt ja auch mit Nettigkeit bei dir, Basti. Weil du drohst nur wieder mit Gewalt. Was anderes hat. Aber weißt du, ganz ehrlich, so unter sowas soll ich sagen bei deinem Ex. Und dein Ex hat sich nur gewehrt. Basti, jetzt bewegst du dich ganz hart an der Grenze. Ne? Pass auf, was du sagst. Was? Wenn das gerade meine Vermutung ist. Das ist überhaupt gar keine Vermutung, Basti. Wenn so, kannst du die Fresse tragen. Ich habe nicht die Fresse tragen. Sonst fangen wir, Basti, sonst fangen wir mal mit mir auch an, auspacken, Basti. Und du weißt selber, dass es eigentlich ist, wo man aufpacken kann. Ach, er will mich damit sagen, mein Ex. Nein, nein, das würde ich nicht sagen. Nein, aber wenn du genauso deinem Ex gedroht hast wie mir. Ich habe ihn nicht gedroht. Ja, Moment. Meine Frage. Hast du mal die Seite von ihrem Ex gehört? Nein. Du hörst nur ihre Seite. Ich habe auch nur ihre Seite gehört. Das ist mir scheißegal, wie das weiterentwickelt. Was kann für eine Kraft da, wenn ich da keine Kraft habe? Das ist keine...
Komisch ist aber, angeblich hat ihr Ex sie verprügelt, aber in Alfeld, wo sie mit jemandem in der Kneipe war. Das hat damit nichts zu tun. Jetzt lass mich ausreden. Was, das hat damit nichts zu tun? Aber angeblich hat sie in Alfeld. Es hat damit nichts zu tun. Doch, lass mich jetzt mal ausreden. Nein. Nein. Mit Alfeld hat das gar nichts zu tun. Komisch, dann sag mal, dass du. Es geht allgemein, dass ich damals zusammengeschlagen wurde. Ja, aber komischerweise. Wenn du dich da angeblich nicht wehren konntest, dann frage ich dich, wie hattest du auch die Kraft in Alfeld, zwei Leute. Du hattest letztes Jahr kurze Frist im November. Fährst du nach Berlin? Lass mich doch mal ausreden! Basti, es ist Feierabend. Dann frage mich, wie du in Alfeld angeblich zwei Leute zusammenschlagen konntest. Wo du so stolz drauf bist. Mann, oh Mann. Leute, ist gut jetzt. Ist gut, Leute. Kein Stress hier jetzt. Es reicht.